Millionär war das ja wohl nicht. Nein. Und ihr wäre eine Sarsentappe besser gewesen. Sag's nicht. Vor allem dem mit dem Chas. Also, wenn Brotmann vor Ihnen steht, bloß keine Hemmung. Der Mann ist 7 Milliarden schwer. Jetzt versuchen wir es mal. Was? Ob Sie was taugen zur Charity Lady? Bevor wir Sie auf Martin Brotmann loslassen, versuchen wir es mal mit einem einfacheren Gemüt. Wir suchen jetzt einen geeigneten Spender und dem erzählen Sie dann das Blaue vom Himmel runter. Herr Berger, nur dass Sie informiert sind, also das Zimmermädchen von gestern, das habe ich dann gerade wieder entlassen können. Eklatantes Fehlverhalten. Wegen dem Hund? Da hat sie doch nichts dafür können, ist ja nicht ihre gewesen. Also, das ehrt sie jetzt wirklich, dass sie ihre Freundin da verteidigen will. Man sollte sich da nichts vormachen. Jemandem wie Ihnen wäre so etwas doch nie passiert. Und vielleicht achten Sie darauf, dass man als erstes nicht gleich Ihre Bankverbindung sieht. Herr Mathieu, da wäre noch etwas. Wegen dem Text von der Weihnachtskärtli nehmen wir wieder den gleichen wie das letzte Jahr? Sie denken aber weit voraus. Was haben wir das letzte Jahr gehabt? Ich glaube, frohe Weihnachten, dann glückliches neues Jahr. Oh, wow. Ist das nicht? Tun Sie mich schnell entschuldigen. Frau Schneider, herzlich willkommen. Ich bin Philippe Mathieu, der Herr des Hauses. Ich habe schon so viel von Ihnen gehört. Hoffentlich nur Gutes. Nur das Beste. Ich finde es sehr schön, dass Sie einen Teil des Glückes, das Ihnen beschieden wurde, auch anderen zukommen lassen wollen. Herzlich willkommen auch Ihnen im Parkhotel Vitznau, Frau... De Stutz. Angelina De Stutz. Sehr erfreut. Wenn Sie irgendwelche Wünsche haben, bitte zögern Sie nicht und wenden Sie sich einfach an mich. Gern. Und damit schönen Aufenthalt, die Damen. Danke sehr. Berger, hä? Miststück. Wie wär's mit deinem Deckel? Nee, das ist schon der Hauptinvestor meiner Goldmine im Kaukasus. Versuchen Sie es doch mal mit dem da. Ja, und wie? Ja, das müssen Sie schon selber einfallen lassen. Stutz. Wissen Sie, das sind Unterlagen für Ihre Organisation. Helfen Sie, helfen. Helfen Sie, helfen. Das ist ein... Helfen Sie, helfen. Was haben Sie mir erzählt? Ich habe gesagt, helfen Sie, helfen unterstützt ältere Menschen, die nicht wollen, ins Altersheim. Mit Hilfe von HSH kann man sich externe Hilfe leisten und ist so nicht immer auf die eigenen Angehörigen angewiesen. Super. Das muss ich mir merken. Und die Spende? Mensch, unter 2000 müssen Sie gar nicht erst anfangen. Das bringt doch nichts. Jetzt warten Sie doch. Ich brauche ein bisschen Zeit. Ich komme schon noch. Ich verstehe überhaupt nicht, wie ich mich darauf einlassen konnte. Das macht doch keinen Sinn. Julia! Julia! Komm! Kein Wunder, rennt er mich auf die Straße raus, wenn er nicht mal er im Griff hat. Kommen Sie mit. Mami, los, ich kann jetzt wirklich nicht telefonieren. Ich kaufe mir gerade einen Hund. Du, den Hund. Das nächste Mal lässt du eine bessere Ausrede einfallen. Hallo? Ja, ist ja nur leihweise. Ja. Nach der Probezeit geben Sie ihn einfach zurück. Bitte. Los! Hopp! Was macht denn der da? Das frage ich mich auch. Herr Mathieu? Frau Schneider? Hallo? Grüezi.
Fahren Sie nach Mykonos? Ja, wissen Sie, dort ist die berühmte Parapotianikirche. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben, aber die steht unter Denkmalschutz. Aber davon gibt es doch hunderte in der Schweiz. Aber in Mykonos ist wärmer, gell? Ja. Entschuldigung, ich habe Gäste. Und das da? Ja, noch nicht bei der Liste. Ist mir doch egal. Kein Wunder, dass Sie es zu nichts bringen, wenn Sie sich dauernd um den Scheiß der anderen kümmern. Warum, Julia?